Hey Leute, ich bin's Fritz und zieht euch mal dieses Video rein. Hi Leute, heute gibt's wieder eine Folge vom Vorbereitungskampf auf die zweite Staffel von Seven vs. Wild von Fritz Meinecke. Und ich war zu Gast bei Thomas, dem bekannten Legionär, hab mir dort mal ein paar Tricks abgeschaut und ich zeige euch jetzt, was ich da gelernt habe. Heute geht's ums Fackelbauen und Feuerbohren. Also, wenn ihr wissen wollt, ob ich das geschafft habe, dann bleibt dabei! No coffee, no wokki. Jetzt zeig, was du bei mir gelernt hast. So, die erste Tageschallenge. Fackel nicht lange, bau eine Fackel. Nun, fangen wir mal an. Also haben wir hier einen Birkenstab. So, das ist mein Fackelstab. Oben schön aufgespalten für brennbares Material. Und schauen wir mal, ob ich die Challenge auch schaffe. Tada! Und wieder eine Challenge geschafft. Natürlich, wenn man auf der Flucht ist vor Sheriff Teasel, dann kann man natürlich auch um ein Rambo-Messer einen Stofflappen wickeln und hat dann eine Fackel. Aber die Fackel fackelt ja immer noch. Ist ja unglaublich. Die nächste Challenge ist Feuerbohren. Da habe ich mir hier mal so ein Brett gemacht. Hier will ich dann bohren. Hier habe ich mir eine Kerbe gemacht, dass das Sauerstoff ran kann. Quasi ein Holz zum Bohren. Und ja, mit dem Ding will ich mal sehen, ob ich den schnell genug gedreht bekomme, ne? Um hier halt Feuer zu bohren. So.
Tja, kein Feuer. Tja, diese Challenge habe ich nicht geschafft. Schade.